Hallo, wir haben ja einen Angelladen Koh Samui auch gemacht. Im Bangkok Market gegenüber vom Fan Football Club. Und ja, ich mache euch eine kleine Tour. Kommt mit. So, und zwar unser Highlight hier ist, wir bieten lebende Köder an. Einmal lebendige Tintenfische, also lebende Squids. Und einmal kleine Fische, kleine Köderfische. Die kann man sich da vorne gleich zubereiten lassen. Oder man kann sie einfach zum Angeln nehmen. Und wenn man sie zum Angeln nimmt, damit sie auch lebendig bleiben, haben wir hier kleine Boxen. Und zwar, die kann man sich ausleihen. Und zwar kostet die große Box 100 Baht, die kleine Box 50 Baht, damit die Fische einfach lebendig an Haken kommen und damit ihr sie wunderbar mitnehmen könnt. Wenn ihr sie zurückbringt, bekommt ihr natürlich euer Geld wieder zurück. So, wir sind jetzt einmal an der Wand. Da haben wir einmal Fender hängen fürs Boot. Dann haben wir hier Gummifische, Wobbler, Spinner, Blinker, alles was das Herz begehrt. Hier gibt es ein paar Köder für Squids. Hier, da. Also alles dabei. Und ja, da haben wir hier noch was von Mercedes Mama. Das ist einmal so eine kleine Suppe. Das hat sie extra erfunden für uns, dass wir das hier mal probieren sollen. Und das ist sowas ähnliches wie Tom Yam Goong Suppe. Und da kann man einfach dann sein Gemüse, sein Fleisch oder Fisch reintun, das zusammen aufkochen und man hat ein fertiges Gericht. Wer probieren will, probiert's aus. Jetzt sind wir hier bei den Angelkurbeln. Da haben wir Salzwasserangelkurbeln, Süßwasserangelkurbeln, große, kleine, auch in jeder Preisklasse. Und ja, da unten sind die Anker, das ist unsere 3,5 Kilogramm Anker. Und wir haben noch mehrere, aber die zeige ich Ihnen gleich. Hier haben wir unsere Schnüre. Wir haben einmal monophile Schnüre, geflochtene Schnüre, dicke, dünne, für jeden was dabei. Haben wir hier ein paar Schwimmer, ein paar Styroporkugeln, ja, ein paar kleine Angelständer. Dann haben wir hier was für das Boot. Und zwar einmal mal hier den Anker befestigen oder irgendwelche Schnüre. Kann man dann aufs Boot machen. Nochmal ein paar schöne Messer, ein paar Springmesser. Ja. So. Also. Ja. Hier unsere kleinen Sachen. Da kann man sich immer dann so eine kleine Tüte nehmen oder irgendwas. Und sich Fleiß, Wirbel, Haken oder Stopper. Kleine Ködernadel, ja, also sich einfach ein bisschen selber zusammenstellen. Und ja. Das war unser kleiner Angelladen. Ich hoffe, Sie kommen bald. Und in der Link unten ist die Adresse. Genau. Vielen Dank.